Bonner Jasko hat eine neue CD auf dem Markt namens Take Me Outside, wo es 11 neue Stücke gibt, verschiedenste Arrangements aus den verschiedenen musikalischen Genres, aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Arrangeuren arrangiert. Ich finde, wir haben uns sehr ausgetobt, dynamisch, soundmäßig, genremäßig. Ja, und wir hoffen, dass es euch gefällt. CD-Produktion ist ein großes Riesenprojekt, würde ich sagen. Viele Herausforderungen birgt, quasi in dieser sehr künstlichen Situation vor Mikrofonen und einem Producer und Kopfhörern auf dem Kopf trotzdem genauso singen, wie man es gewohnt ist. Wir haben das große Glück gehabt, ein super Team zu haben, was uns unterstützt hat. Das waren die beiden Produzenten, der Lukas Teske, den kennen die meisten bestimmt aus von der Gruppe Maybe Bob, und den Leopold Höppner. Also mit Leo hat es eigentlich Spaß gemacht. Boah, ist eigentlich die ganze Zeit. So, er hat halt gute Ohren, eine geile Frisur, schönen Bart. Ist überhaupt extrem hipstermäßig. Vor Ort war dann der Leo da, um auch nochmal hier und da einzugreifen oder was zu wiederholen oder bestimmte Sachen nochmal ein bisschen zu highlighten oder rauszukitzeln. Ganz aufgenommen hat das die großartige Sonja Hart, der Sound Engineer von On Air. Sie hat eine ganz ruhige Art, höchst professionell, sehr auf den Punkt. Das ist so leise, würde ich sagen, unterstützt, dass man gar nicht wirklich gemerkt hat, wirklich, dass zwei Fremde sozusagen mit bei den Aufnahmen dabei waren. Einfach ein gemeinsamer Weg, gemeinsame Herausforderung, die einen fordert als Gruppe, aber auch total wachsen lässt. Also ich würde sagen, die hat uns alle, mich eingeschlossen, uns alle musikalisch, sängerisch und emotional, sozial mehr zusammenrücken lassen.